Ich bin hier mit der lieben Sarah und sie erzählt uns mal von ihrer grandiosen Veränderung, von ihrer Divine Design Reise. Und ja, das ist mega spannend, mega inspirierend, was mit dir alles passieren durfte, jetzt sage ich mal im letzten Jahr, nachdem du festgestellt hast, was du wirklich willst für dich in deinem Leben. Ja, erzähl mal, wo magst du anfangen? Was war für dich eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, mal, würde ich sagen, dir einzugestehen, dass du was anderes möchtest im Leben als das, was du getan hast? Ja, sicher, genau. Also es ist so, ich habe immer irgendwie gespürt für mich, dass da noch was ist. So, ich habe es eigentlich eher, als ich noch nicht wusste, um was es geht, habe ich das eher so als Mangel gespürt im Sinne von, dass ich irgendwie unzufrieden war. Und ich habe dann das auf Arbeit oder auch in der Partnerschaft dann eigentlich immer auf den anderen abgewälzt, im Sinne von, dass ich mich unzufrieden fühle, weil das vielleicht nicht genau so läuft, wie ich das haben möchte. Aber ich wusste auch nicht genau, wie ich es haben möchte, weil ich habe mich diese Fragen ja gar nicht gestellt. Ja, das war einfach so, irgendwie war ich einfach unhappy. Und ja, Und dann. es gab ja eigentlich gar keinen Grund. Nein, überhaupt nicht. Es gab überhaupt keinen Grund. Es gab weder im Business einen Grund. Ich hatte eine eigene Firma mit mehreren Angestellten, habe das auch mega gut gemacht, geführt, geleitet, ja, gewinnorientiert. Eine mega schöne, wundervolle Beziehung, ein super, super genialer Partner. Und das war eigentlich alles. Ja, es war eigentlich alles gut, aber ich war trotzdem irgendwie unzufrieden in mir drin. Und ja, das wusste ich halt, konnte ich halt nicht einteilen da. Ja, das finde ich einfach so, so wichtig, weil ich glaube, es geht eben so vielen Leuten so, die nehmen sich gar nicht ernst, ja, weil sie denken, hallo, schau doch mal dein Leben an, ist doch alles perfekt, wieso bist du nicht zufrieden? Sei doch endlich mal zufrieden mit dem, was du hast ja alles. Und trotzdem fühlt man sich unzufrieden und weiß es nicht. Ja, absolut. Und ich denke halt auch, weil man nicht weiß, dass man alles hat. Ja, und vor allen Dingen geht's meiner Meinung oder so, das, was ich jetzt verspüre, darum, dass ich immer irgendwo noch das Gefühl hatte, dass ich nicht gut genug bin für andere. Das heißt, nicht gut genug bin im Business, nicht gut genug bin in der Partnerschaft. Obwohl, wie gesagt, ich hatte einen genialen Partner, der hat es mir sogar mehrmals gesagt, dass ich so, wie ich bin, perfekt bin. Aber ich konnte es einfach nicht hören, ich konnte es nicht annehmen, ich konnte es nicht, ich war nicht offen dafür. Und das ist halt so, ja, das ist so krass, weil jetzt weiß ich bin perfekt. Jetzt weiß ich, dass ich da erfüllt bin, ohne dass jemand bei mir ist und mich erfüllt, ja. Und klar ist natürlich das Ziel, eine andere erfüllte Person auf der gleichen Augenhöhe bei sich zu haben, auf jeden Fall. Aber es ist nicht mehr ein Muss, um sich selber zu erfüllen, und es ist nicht mehr ein Muss, um zu wissen, dass man perfekt ist, dass man genial ist und dass man einfach alles haben kann, was man haben möchte, oder machen kann, was man machen möchte. Das weißt du jetzt. Und deswegen bist du ja auch so ein fantastischer Coach für deine Coaches, weil du eben diese ganze Reise selber gegangen bist, weil du diesen Weg selber gegangen bist, weil du es einfach für dich selber klar gekriegt hast. Und das ist halt die einzige Art und Weise, wie es funktioniert. Ich muss es für mich selber klar kriegen. Ich muss wissen, warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Was läuft da mit mir? Weil ich ja im Außen eigentlich keine Gründe hätte. Ich hätte ja wirklich keine Gründe. Ich sollte ja die glücklichste und die erfüllteste Frau auf Gottes Erdboden sein. Ich sollte stolz sein auf das, was ich geschaffen habe, was ich gemacht habe in meinem Leben. Aber nein,
Mein Kopf macht ja immer wieder, schau mal, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber wir merken das meistens überhaupt nicht, weil das so unterbewusst abläuft. Ich glaube, alle, die hier das hier zuhören, die kennen das. Wachen morgens auf und denken sich, was kann ich besser machen? Was kann ich besser machen? Wo bin ich noch nicht gut genug? Und wo sind die anderen noch nicht gut genug? Das ist, glaube ich, auch so. Der größte Spiegel, der war für mich auch so. Vielleicht kannst du da auch noch was drüber reden. Ich habe immer gesucht, was die anderen nicht gut genug machen. Das ist so ein ganz heimliches, hinterhältiges Programm in uns, das uns so richtig zum Trüffelschwein der Fehler macht. Ja, absolut. Und das ist natürlich auch so was, oder? Wir sind so aufgewachsen. Wir sind so aufgewachsen, dass wir immer gewertet wurden. Also ich habe auch ein YouTube-Video dazu gemacht, zum Thema Werten. Und das ist halt echt so in uns drin. Wir sind da so, das ist so gespeichert. Wir sind da so durch ein Bootcamp gegangen, dass wir stets im Außen gewertet haben, sprich uns selber auch immer wieder gewertet haben, halt so immer in Fehlern, ja. Es ging ja nie darum, dass man uns gesagt hat, hey, du bist perfekt, so wie du bist. Alles, was du machst, machst du aus Freude. Mach es aus Freude. Und dann ist es eh gut so, dann bist du eh erfolgreich. Das wurde uns ja nicht so beigebracht, sondern uns wurde beigebracht, dass man nie gut genug ist, dass man immer noch mehr dafür arbeiten muss, immer noch mehr dafür geben muss. So, von nichts kommt nichts und. All diese Sprichwörter kennen wir ja alle zu Genüge. Und das ist halt einfach so, dass wir wirklich so unser Muster, unser Kopf uns so trainiert, ja. Und wenn wir das natürlich jetzt im Außen auch die ganze Zeit machen und Fehler suchen bei den anderen, dann merken wir, dann wissen wir eigentlich, sagen wir nichts anderes wie, ich bin fehlerhaft. Ganz genau. Und Coole ja. an der Sache ist, wir merken es nicht wirklich, was wir da fabrizieren, bis zu dem Moment, wo es richtig weh tut. Ja. Wo es richtig, richtig weh tut, wenn, und bei den meisten Frauen, also die, mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite und auch bei mir selber persönlich, tut es halt erst dann weh, wenn der Partner einem das zeigt. Wenn der Partner einem das spiegelt, wenn der Partner einem sagt, wie man nicht gut genug ist. Aber er sagt es natürlich nicht, sondern er geht halt zu einer besseren, oder? Wir Ja, sprechen hier, glaube ich, aus dem Herzen von allen Frauen, die haben es alle schon erlebt. Der Partner geht zu einer besseren. Und dann absolut. stehen wir da. Ja, absolut. Aber ich muss jetzt auch sagen, bei mir, ich bin mega dankbar, dass das so war, weil ich hätte es andersweitig nicht gecheckt, ja? Ich hätte es andersweitig nicht mich angeschaut. Ich musste wirklich ganz, ganz, ganz da unten sein. Um da wirklich mal zu sagen, okay, es gibt on oder off. Ja, und wenn du an einem Punkt am Leben bist, wo du dir überlegst, ob du on oder off möchtest, dann weißt du, es gibt nur noch eine Entscheidung und ich habe dann entschieden für on und dass mich komplett on, sprich mich anschauen lasse und das Mentoring mache und weitergehe und immer wieder da reingehen in den Schmerz, ja. Und das kommt ja, das Ding ist ja, das mit dem Partner, das ist ja nur das Tüpfchen auf dem i sozusagen, oder? Das ist ja nur also ja, oder lassen wir mal sagen, eine heiße Pfanne voll mit Öl und dann kommt ein Tropfen kaltes Wasser rein und macht Boom. Das ist das mit dem Partner. Das Fundament von dem Ganzen, das war ja die ganze Geschichte von früher, aus Kindheit, aus Annahmen, die man einfach von selber gemacht hat. Ja, da hat niemand irgendwas falsch gemacht, sondern es wurden halt einfach Musterannahmen über Generationen weitergegeben, weitergegeben und man nimmt sie auf. Und ja, dann gibt es halt Menschen, die da super feinfühlig sind und sagen halt auch, hey, ich habe jetzt
diesen krassen Breakdown gebraucht, um mich eigentlich komplett neu aufzubauen, komplettes neues Fundament zu machen und dann den Stamm und die Blätter und das darf jetzt alles in voller Pracht blühen und das kann aber nur, wenn das Fundament neu aufgesetzt wird. Also Genau, und das ja. Fundament ist die Identität, was ich über mich glaube, wer ich glaube, dass ich bin, wer ich glaube, dass die anderen glauben, dass ich bin. Das glaube ja alles selber ich. Ganz Ich bin genau, ja ja. mein Fundament, oder? Deswegen heißt ja auch so immer so schön, das Ich bin ist der Kern dessen, was ich bin. Aber das muss ich erstmal checken. Ja, ich bin, dass ich bin. Aber ich bin, dass ich bin, was ich glaube, dass ich bin. Und nicht, was die anderen mir beigebracht haben, was sie glauben, dass ich bin. Das sind eben Ja. diese zwei verschiedenen Identitäten, aus denen ich auswählen kann. Bin ich die, die ich glaube, die andere glauben, die ich bin? Oder bin ich die, die ich jetzt selber glauben möchte, dass ich die bin? Weil ich kann ja sein, wer ich will. Ja, ganz genau. Und wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass ich die bin, die ich glaube, die ich bin, dann zeigt sich das ja auch so im Außen, dieses Muster. Und da muss man halt einfach dabei bleiben. Und ja, wirklich einfach dabei bleiben und halt immer wieder diese Verstands-, diese Ego-Gespräche, die dann wieder reinkommen, die einfach beim Kragen packen. Dann hat man jeden Tag wieder die Chance on-off. Und dann kann man sagen, hey, okay, nee, das ist jetzt wieder ein Ego-Gedanke, ein Ego-Gespräch, was da ist. Wenn ich zum Beispiel wieder irgendwie gedanklich auf andere schieße oder Fehler an anderen suche, dann weiß ich, dass das bei mir was los ist. Ja, und das ist ja bei uns allen so, das ist auch kein Ding, aber das kann man anschauen und dann kann man es wieder transformieren und dann passt es wieder und dann ist man wieder im Divine Design, dann ist man wieder in der vollen in der vollen Kraft und aus der, wo wir ja dann auch manifestieren und und. Genau, und diese Power, und mir ist jetzt gerade noch eingefallen, auch was vielleicht für viele noch wichtig sein könnte, wo wir auch alle immer mal wieder anstehen, wo wir dann glauben, ja, der spirituelle Weg würde uns helfen und es würde helfen, wenn uns irgendjemand anders heilt mit seiner Energie oder mit der Energie vom Universum, dass wir da geheilt werden und da Heilung suchen. Ich selber habe das ja auch lange gehofft oder geglaubt, weil mir das halt so suggeriert worden ist, dass da irgendwann mal der richtige Heiler in mein Leben kommt und ich dann wert bin, geheilt zu werden, sozusagen. Ja, das sind alles diese ganzen Mindsets. Und dann bin ich auch zu Energieheilern und was weiß ich nicht was, wo ich dann nicht alles überall war. Und dann war nix. Dann war nix. Dann war vielleicht kurz mal, oh ja, juhu, ich fühle mich jetzt besser, vielen Dank, toll. Und dann ist aber dann kurze Zeit später alles so, wie es vorher war. Kennen wir alle. Ja. Ja, vielleicht magst du auch noch mal darüber erzählen, ja, was so dieser Irrglaube ist, der dahinter steht und was eigentlich wirklich funktioniert. Weil das, darum sind Absolut. wir hier, oder? Wir wollen den Menschen auch die Abkürzung bieten, dass diese Schleifen, die wir alle machen, vielleicht nicht mehr so lang sind. Ja, absolut. Also das ist halt, da war ich auch auf dem spirituellen Weg und um Hilfe zu holen, ja. Und das war bei mir ähnlich wie bei dir, dass ich habe da einfach, ja, ich habe eine mega Verbindung mit der, die das macht. Die ist auch eine super tolle Person, also überhaupt nichts jetzt irgendwie da gegenzuwenden. Aber es war halt auch so, oder es ging mir dann einfach einen Moment gut und dann ging die, ich sag's jetzt mal krass, die Scheiße wieder los, ja. Dann habe ich wieder angefangen, mich in dieser Scheiße zu baden, zu wühlen und das ist halt wirklich so, wir sind der einzige Mensch, der in unserem Leben uns helfen kann, sind wir selber. Und das müssen wir einfach eingestehen. Und Spiritualität, ich würde es jetzt mal so sagen, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich vielleicht nicht so offen gewesen, um in ein Mentoring zu gehen. Das kann gut sein. Also das würde ich jetzt so als den Weg. Das ist, weil ich sage immer,
alles ist für etwas gut, ja, also muss das auch für etwas gut gewesen sein. Und ich sage es jetzt für mich, sehe ich es jetzt wirklich so, dass ich da diese Offenheit hatte, um da schon sehr viel von mir preiszugeben, im Sinne auch zu sagen, hey, mir geht's beschissen, ich bin am Ende. So, das hätte ich vielleicht vorher ohne die ganze Spiritualitätsgeschichte nicht gemacht. Aber dass eben die Quintessenz und der Point, wo ich gerade vorhin schon gesagt habe, ist der. Die einzigen, die im Leben uns helfen, sind wir selber. Und wir als Coaches, wir geben Tools, wir bieten den Raum, wo die Person reinkommen kann und wir dann zusammen diese Selbstgespräche aufbauen, wo wir zusammen daran arbeiten, dass die Person sich dann selber helfen kann oder selber weiß, wie selber sich zu helfen ist. Und natürlich auch immer wieder das Empowerment, die Motivation zu geben, dass der Coach zum Beispiel, der ist perfekt, so wie er ist, ja. Da gibt es nichts dran zu schütteln. Wir müssen einfach auf den Kern zurück und diese ganze Schale, die drumherum ist, die darf jetzt einfach Step by Step bröckeln. Ja, das ist, jetzt bin ich da vielleicht ein bisschen weit ausgeschweift, weg von der Spiritualität, aber das war so mein Weg, wie ich jetzt auch mit der Spiritualität umgehe, dem Sinn, was ich da gemacht habe. Die Therapien etc. Und wie gesagt, dass die jetzt gut waren, dass ich auf den Weg gekommen bin. Ja, und letztendlich ist es halt auch wieder da, einfach dieser Irrglaube, der einen ja disempowert, der einen eigentlich in diese Abhängigkeit führt, weil man es einfach besser nicht weiß, ja, weil man es einfach besser nicht weiß, weil einem als Spiritualität auch so komisch erklärt wird. Aber wenn man jetzt mal erkennt, dass Spiritualität, das Spirit ist ja eigentlich nur Energie. Ja, genau. Das ist die unsichtbare Welt. Das sind die Dinge, die wir einfach nicht sehen können. Das sind die energetischen Dinge. Das sind die spirituellen Dinge, ja? Spirit auf Englisch halt nun mal Energie. Ja. Und wenn ich das alles mal verstehe, dass auch die spirituelle Welt und die physische Welt die meine sind. Weil ich habe diese zwei Welten. Ich habe die spirituelle Welt, die zeigt sich nachher in der physischen Welt. Und dann denke ich, okay, da ist aber eine spirituelle Welt, auf die ich keinen Einfluss habe, die sich nachher zeigt. Aber das ist eben dieser große Irrglaube, weil ich bin Ja, ja Universum, dieser. wie auch immer, wo wir keinen, ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, wo wir keinen Input haben, also keinen Eingriff. Wie hast du es jetzt vorhin Ja, genannt? kein Einfluss. Kein Einfluss, genau. Aber wenn ja alles wir sind, und da ist natürlich eine Dualität auf jeden Fall, weil wir auf Erden sind in der Form als energetisches Wesen. Also ist da die Dualität, aber es ist alles, es sind ja alles wir. Und das halt unserem Verstand klar zu machen, wieso das tatsächlich so ist, ja, dass wir eben nicht in dieser Trennung leben müssen, die wir glauben, dass die sichtbare und die unsichtbare Welt getrennt ist. Wenn wir erkennen, dass wir wirklich der Kern dieser zwei Welten sind, die Ursache, die Quelle, die Schöpfung, die Ausgangslage dieser zwei Welten. Einerseits die äußere Welt, wo wir das sehen, und andererseits die innere Welt, wo wir Dinge haben, die wir nicht sehen. Und wir haben halt Dinge, die wir nicht sehen. Ängste, Sorgen, Überzeugungen, Annahmen, Rückschlüsse, Glaubensmuster. Die sehen wir nicht, die sind aber da. Aber wir können sie sehen, wenn wir sie im Außen sehen. Und das ist, sag ich mal, the new secret. Dieses neue Geheimnis gelüftet, was in unseren Divine Design Teachings einfach wirklich, wirklich klar gemacht wird, wo jeder klar sieht.
Ja, absolut. Und wo halt wirklich auch der einzige Weg sind, um auf einen grünen Punkt zu kommen, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber Grüner Zweig. ein war Der gut. grüne Ich Zweig. habe manchmal so, bei meinen Coaches auch manchmal lachen sie sich kaputt mit irgendwelchen so Sachen. Aber Grüner Punkt. man weiß ja, was ich meine, nicht? Das ist ja das ist das Wichtigste. Ja, auf den grünen Zweig zu kommen, oder? Wir sehen, dass ich beschäftige mich viel mit Sport. Selber bin ich sehr sportlich und ich schaue auch viel in Trainings, in wie Leute sich in Wettkämpfen geben und. Und da ist es halt auch so, oder? Der einzige grüne Zweig, wie man dahin kommt, ist unser Teaching. Alles andere kann man auf längere Zeit nicht brauchen, weil es A, Körper ausbeutet und ausquetscht wie eine Zitrone und B, auch den mentalen Status der Menschen ausquetscht wie eine Zitrone. Also nichts anderes wie jetzt im normalen Leben, Business, Beziehung und. Natürlich auch im Sport, im Profisport. Und das ist halt einfach so, so wichtig, oder? Dass man da sich einen Coach holt. Und das mit dem zusammen macht, weil das verändert einfach innerhalb von kürzester Zeit schon so viel. Und das Ding ist ja einfach auch, es ist ein Weg der Erinnerung. Es ist etwas, wo wir eigentlich wissen, ganz tief, tief wissen. Und wir müssen daran erinnert werden, bis wir uns mehr an diese Wahrheit erinnern, die wir wirklich sind, die Quelle, die Ursache mit unserem als energetisches Wesen, dass unsere Energie in unserem Kopf beginnt, damit wir daraus dann leben können, aus diesem Wissen. Ja. Weil ursprünglich glauben wir ja, dass wir reaktive Wesen sind, dass wir auf das Außen reagieren müssen und wir glauben, dass das Außen eigentlich da ist, damit wir uns darauf einstellen. Dass wir lernen, damit umzugehen, mit diesen Situationen und Resilienz und starr und standhaft und bossmäßig diesen äußeren Umständen widerstehen und uns nicht beeinflussen lassen. Und das macht ja diese Müdigkeit, das macht ja diese ganze Leere in einem, weil ich in einem ständigen Kampf bin. Ja? Genau, ich wollte jetzt gerade sagen, oder? Das ist der ewige Kampf. Und das ist halt der ewige. Es gibt ja, es gibt ja nur einen Gegner, wenn es einen Kämpfer gibt. Ja? Wenn es keinen Kämpfer gibt, dann gibt es keinen Gegner. So, Ganz also genau. wenn ich nicht in den Kampf gehe, dann gibt es da draußen auch niemanden, den ich bekämpfen muss. Das war früher für mich so crazy. Da, wo ich noch Kind war, da gab es ja so viele Kriege, noch viel mehr wie heute. Und dann habe ich mir immer überlegt, wieso müssen die denn so kämpfen? Wieso müssen denn alle kämpfen, wenn zwei Oberhäupter ein Problem haben? Wieso muss ich dann eine ganze Armee in den Krieg schicken? Sollen doch das ausmachen mit sich? Das hat mir als Kind, wo ich natürlich noch im absolut nä näher an meinem Divine Design drauf, ist mir das nie eingegangen. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe gesagt, was ist bitte die Logik dahinter, dass wenn sich zwei streiten, dass da jeder eine Armee mitbringen muss? Aber das ist unsere Logik. Überall, wenn wir auch im Business schauen oder auch in normalen Beziehungen, in Familien, da streiten sich zwei Familien und da steht eine Armee dahinter. Ja, absolut. Und da Ja, hast du ja mal ganz toll erzählt, wie das eigentlich ist, was Beziehung heißt und worauf ich mich beziehe. Und dann hat die ganze Armee hat plötzlich die gleiche Beziehung wie ich. Und alle ja. streiten sich und alles in dem Kampf. Und deswegen, warum sage ich das? Weil wenn ich das kapiere, dann weiß ich, dass ich, wenn ich in den Frieden komme, mit mir, mit meinem Leben und mit meinem Äußeren, dass alles befriedet ist. Nur wenn eine Person in Frieden kommt.
Das ganze Leben von dieser einzigen Person kann sich befrieden. Absolut, weil das Außen sich natürlich dann auch befriedet, oder? Wo kein Kämpfer ist, ist kein Kampf. Und Das, deswegen kann man und sich das sind ja wieder auch keine sehen. Opfer. Dann sind auch keine Opfer. Ganz genau. Ja. Das ist ja auch wieder so spannend, weil wo ein Opfer, wo ich ein Opfer-Dasein habe, sehe ich überall Opfer. Ja. Habe ich kein Opfer-Dasein, sehe ich keine Opfer mehr. Genau. Und dann, wenn ich kein Opfer mehr bin, dann sehe ich auch keine Täter mehr. Auch keine Täter mehr, genau, ja. Dann bin ich aber auch kein Täter mehr. In dem Absolut. Moment, wo ich keine Opfer mehr sehe, kann ich keine Täter. Also dieser innere Frieden, diese innere Erfüllung, diese innere Zufriedenheit ist der Weg für jedermann. Egal, wo der Schmerz herkommt, ob er aus der Beziehung kommt, weil ich verlassen wurde, weil ich mich nicht geliebt fu fühle, ob er aus dem Business kommt, weil ich mich gestresst, nicht erfolgreich genug fühle, wo kommt es noch her? Oder aus dem Körper, weil ich mich krank fühle. Das sind so die drei Bereiche, wo ich merke, dass ich auf dem Holzweg bin. Und dann suche ich Lösungen. Und die Lösung liegt in mir. Und dann höre ich das, ja, die Lösung liegt in dir. Ja, das haben wir auch schon ganz, ganz, ganz fest vielfach gehört und gesagt. Und dann gehen wir da suchen, gucken da so rein, so, hä, wo liegt die Lösung? Ja, Und dann gucke ich so rein und denke mir, da ist keine Lösung, da ist nur Scheiße, da ist nur ein scheiß Gefühl, da ist nur ungeliebt, da ist nur abgelehnt. Oh mein Gott, wo ist die Lösung? Und genau ja. deswegen, weil ich da so gefangen bin, he helfen kann mir eine andere Person, die dieses ganze System, dieses Prinzip des Lebens wirklich klar und absolut durchschaut, so, so hilfreich sein. Aber das ist Ja. der Grund, warum es so wichtig ist zu überlegen, mit wem arbeite ich? Arbeite ich aus dem Mangel heraus oder aus der Fülle? Vielleicht magst du da auch noch was dazu sagen, aus diesen zwei Perspektiven, Herangehensweisen, die so ein Game Changer sind. Ja, das ist also eben aus dem Mangel heraus oder aus der Fülle. Und das ist halt so, wir oder ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gemerkt, dass wenn ich aus meiner Fülle raus teache, dann bin ich gleich im Kern drin. Und dann kann ich von daher nachher wirklich aufbauen, ja. Und wenn ich den Mangel zuerst beseitigen muss, quasi, dann dauert es halt einfach viel länger. Und ich meine, wir machen ja alle unsere Erfahrungen und mal probiert man es mal so, aber das Ding ist, dass das Thema, was ich habe, das hat mein Coachy automatisch auch. Das heißt, ich muss nicht graben gehen bei ihm, was los ist und, sondern ich kann einfach aus meiner Erfahrung sprechen vom heutigen Tag oder von der Woche quasi oder so das Resümee vom Ganzen. Das ist ja meistens dann aus sagen wir jetzt mal, einer Woche ist dann meistens ein Resümee, ich fühle mich nicht gut genug oder ich habe Angst von dem und dem. Ja, wie auch immer. Und da kann ich dann nachher eigentlich wirklich starten und mal meine Ansicht sagen, so mein, was, also meine Ansicht, das, was ging, ja, was los ist, was los war mit mir und wie ich das für mich angeschaut und transformiert habe. Und das sind genau seine Themen. Und da bin ich dann halt wirklich Vollgas schon drin, oder? Und da müssen wir einfach, das ist halt mega, mega krass am Anfang, weil ja, wir uns da zu 100% vertrauen müssen, um so ein Coaching zu machen. Und das ist ein ganz, ganz anderes Coaching wie dieses Coaching in der Coachingblase, das so einen schlechten Ruf hat, wo man, sag ich mal, Selbstverantwortung nicht hat als Coach, ja, für sich selber. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass ich weiß als Coach, wer ich bin und dass ich da fest und klar drin bin. Und diese Zweifelhaftigkeiten, die dann immer wieder kommen und sagen, du willst es nicht genug, du machst es nicht gut genug, mein lieber Coachy, du strengst dich nicht genug an, du,
das, ich bin da draußen. Es ist deine Arbeit. Es ist wahr. Es ist deine Arbeit. Aber es ist auch meine Arbeit. Weil es ist, Coaching ist Co-Creating. Da gibt es keine Trennung. Ich kann nicht mit jemandem zusammenarbeiten und kann sagen, ja, das ist dem seine Sache. Dann bin Ja. ich der Coach. Dann habe ich es nicht verstanden. Dann habe ich das Prinzip nicht verstanden. Dann habe ich das Gefühl, wir sind getrennt. Aber nachdem Trennung nicht herrscht und überhaupt nicht mal vorherrschen kann, ist die intimste Beziehung, die man zwischen einem Coach und einem Coachee haben kann. Und da geht es nicht darum, haben wir die gleichen Interessen oder was weiß ich nicht, was die gleichen Ansichten, sondern da geht es darum, um mich. Kann ich dich sehen in deiner absoluten höchsten Persönlichkeit? Und wenn ich das nicht hinkriege, ist es sicherlich nicht das Problem des Coaches. Wo dann auch viele sagen, ja, und der macht dann nichts und der ist dann faul und editor und der will sich nicht anstrengen, etc. pp. Das ist nicht so. Und daher kommen auch diese ganz, ganz bösen Geschichten aus dem Coaching. Ja, die wollen ja nur mein Geld und dann habe ich unterschrieben und bezahlt und dann war ich nicht gut genug und so weiter und so fort. Wenn ich wirklich mit jemandem zusammenarbeite, der dieses Divine Design Prinzip kennt, dann sind da ganz, ganz andere Regeln, die da stattfinden. Und diese Regeln, die hast ja auch du in deinem Coaching, hast du das ja so krass gemerkt, weil du gerade am Anfang richtig gefordert warst von einem Coachee, der eigentlich überhaupt nicht gespurt hat. Aber dann Ja, letztendlich ich doch habe halt genau das wurde, was du wolltest. Und ja, das und ich habe halt die Power in ihm gesehen, oder? Ich habe wirklich seinen Kern gesehen, die ganze komplette Schale über alle Jahre, die da um sich herum aufgebaut hat, aus Schutzmechanismus. Das habe ich einfach gar nicht gesehen. Ich habe ihn als Mensch, so wie er ist, gesehen und in der vollen Power und in das Potenzial, was da in dem Mensch drin ist, oder? Und das habe ich halt von Anfang an gesehen und da habe ich auch gleich angedockt. Und dann ist natürlich schon so, dass man schon, der Coach muss natürlich schon von selber auch was dazu beitragen. Ja, also wenn man Videos macht oder so über die Woche oder Sprachnachrichten etc., dann ist es schon so, dass der quasi dann den Input gibt, wo ich dann wieder Input reingebe. Aber das Ding ist ja, durch das wir ja wissen, es braucht nicht umzu, kann das auch alles energetisch laufen. Das heißt, das muss auch nicht immer im Außen alles aufgetragen, vorgetragen sein, sondern es kann auch, wenn der seine Arbeit im Innen macht, ja, dann ist das Resultat genau das Gleiche. Oder aber das vielleicht kann er sogar nur noch machen, besser. wenn du ihm das zutraust, sozusagen. Absolut, ja. Weil wenn du dann sagst, ja, nach Protokoll müsste es ja so und so gehen, aber es gibt kein Protokoll. Es Ja. gibt nur ja oder nein. Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und das Ja. ist eben eines der schwierigsten Momente als Coach, wenn ich nicht sehe, was läuft, doch zu wissen, dass genau die allerhöchste Perfektion läuft für diese Person. Ja, in allem, ja, das machen wir ja dann bei uns selber auch wieder. Also wir machen es ja bei Ja. unseren Coaches, aber wir müssen es ja bei uns selber ja auch sehen, weil wenn ich manifestiere und ich sehe nichts im Außen, dann muss ich ja auch da bleiben und sagen, es läuft, es ist schon dann. Und ich mache jetzt einfach mein Ding, bis sich das alles im Außen zeigt. Und das zeigt sich dann immer nach, bis nach, wenn ich, vor allen Dingen, wenn ich dann auch released habe, also wenn ich losgelassen habe und sage, hey, es ist eh geil, wie es ist und es läuft eh so, wie es laufen, wie ich es gerne hätte. Und dann darf das nachher auch kommen. Das heißt, das ist halt beim Coaching genau das Gleiche. Ich sehe das bei ihm, aber ich lasse ihn ja dann auch wieder los. Im Sinne von, ich sitze da nicht die ganze Zeit und sage, hey, komm, mach, tu, geh, weil das sind ja meistens sowieso so Leute, die auch irgendwo mit dem ganzen Schulsystem nicht sehr viel anfangen konnten, oder? Und wenn ich halt da die ganze Zeit wieder reingehe und nachfrage und nachgrabe, dann bin ich eigentlich wieder in dem Schulsystem.
Ja, und das Schulsystem sagt, du bist mangelhaft. Ganz genau. Und die beste Note ist ja sehr gut, oder? Genau. Aber perfekt gibt es ja Perfekt nicht. nicht. Nein, und das habe ich auch mal meinem Coach erklärt, und das war auch so eine gute Brücke, ja, dass wir in der Schule haben wir dann eine Note oder einen Test gehabt, und dann kamen Punkte. Ja. Bei uns haben sie irgendwann angefangen mit Punkten und nicht mehr mit Noten. Und dann war die Punktzahl, lassen wir mal sagen, 10. Und dann die, also die zu wenig ist, in Rot eingekreist. Ja? Alarmglocke rot, du hast 10 Punkte zu wenig. Oder 20 Punkte zu wenig. Aber was denn, wenn da jetzt 80 stehen würde und in grün eingezeichnet, eingerahmt? Das macht doch schon ganz ein anderes Gefühl. Ja, und das ist halt was, was ich für mich dann immer im Hinterkopf habe, wenn ich mit meinen Coaches zusammenarbeite oder halt auch auf dem Wasser zum Beispiel, beim Unterrichten, beim Wing-Unterrichten, beim Windsurf-Unterrichten, was auch immer, dass ich da Kiten, also auch irgendwie andere Sportarten, ja, die ich vielleicht selber nicht so gut kann, aber ich sehe ganz genau, was läuft und wo man nicht genau merkt, dass man eigentlich schon perfekt fährt. Und alles, was man drüber macht, ist noch ein Tüpfchen auf dem i sozusagen, oder die Creme auf dem Eis, ja. Und da einfach wirklich in das reinzugehen, was macht die Person ja schon gut? Alles. Sie weiß es nun nicht. Ganz genau. Und es gibt so, so, so viele wunderbare Aspekte, wie wir ganz, ganz einfach uns wirklich so frei und befreit und gut und richtig fühlen können. Und das wünschen wir uns für jede Person, weil es für jeden das Normalste und das Natürlichste ist. Und Sarah hat jetzt ein ganz, ganz tolle Angebote auch. Erzähl doch mal ganz kurz, also freemind.me, Ja, genau. deine Ja. Homepage, da kann man die Sarah kennenlernen, kann auch sehen, dass sie eigentlich nicht nur sportlich gut ist, sondern dass sie in ihrer absoluten höchsten Perfektion wirkt, auch im Wingsurfen auf dem Wasser und als Coach. Und das ist deine Erfüllung, das ist das, wo du eigentlich schon immer gewusst hast, das will ich tun, so will ich wirken. Und jetzt hast du ein paar Angebote, die gerade noch aktuell sind. Vielleicht magst du schnell das noch mitteilen und ansonsten kann man dir natürlich E-Mail schreiben unter mail at freemind. Info. Info at freemind-coaching.me. Ganz Genau. genau. Und ja, es ist genau, also die Coaching-Angebote, die ich im Moment gerade noch im Angebot habe, und zwar bis zum 19.02., das wird auch morgen. Da habe ich jetzt noch drin, das ist einfach mal das 1:1-Gespräch, the Free Mind Energy. Das ist normalerweise 220 Franken, ist jetzt im Angebot für 110 Franken, also ein absolutes Schnäppchen, um da mal einen stündigen Recap zu bekommen. Ja, ich nenne es so auch im Sport einfach mal Recap, einfach mal Schnitt, Neustart, zum Sehen, was da alles möglich ist im Potenzial von jedem Einzelnen, also von dir, von wer auch immer sich da anmeldet, da ist richtig Potenzial, raushauen und eben mal einfach mal eine Stunde, aber so Vollgas. Und dann habe ich noch drin das 4 Monate Coaching. Das ist ein Combo-Coaching aus den anderen. Und da habe ich einfach 4 Monate. Das ist auch im Angebot gerade im Moment für 2.999 anstatt 3,5. Das ist dann Gruppencoaching und das heißt The New Identity. Und da
ist es in der Gruppe, Männer und Frauen sind separate Gruppen. Ich arbeite sehr viel auch mit Männern zusammen. Darum ist es für mich auch wichtig, dass ich das nenne, dass ja, es sind halt die Themen dann schon nochmal. Eigentlich sind es immer die gleichen, aber das ist trotzdem, finde ich jetzt cooler, wenn man sich untereinander da eben in den separaten Gruppen quasi dann auch austauscht und das Coaching auch bekommt. Und da haben wir auch einmal wöchentlich 60 bis 90 Minuten Zoom und dann die ganze Woche durch auf Telegram-Gruppe austauschen, Videos machen, Erfahrungen austauschen, etc. pp. Ich begleite das natürlich mit Coaching und das Ganze 4 Monate lang. Also das ist so ein, wenn man jetzt einfach mal sagen will, hey, ich will jetzt echt mal aufräumen, ist 4 Monate das absolute Minimum. Ja, das Stündige, das ist einfach mal, da kann ich einfach mal sagen, was da alles möglich ist. Und dann braucht es einfach Zeit. Das müssen wir halt wirklich auch uns eingestehen, dass wir, unser Kopf, eben unser Muster ist auch schon so lange, schon so eingeprägt auf die alte Weise. Und da braucht es einfach einen Moment, um das ganze Divine Design Muster, Divine Design Denken sesshaft ma zu machen und das dann auch wirklich zu leben. Eben, und 4 Monate ist, sage ich mal jetzt, das Minimum Investment, das ich brauche, um einen wirklich stabilen Turnaround einzuleiten. Einzuleiten, ja? Weil, ich meine, ich habe, wie viele Jahrzehnte habe ich auf Basis einer anderen Ausrichtung gelebt? Wie Genau. viele Jahrzehnte habe ich geglaubt, ich muss besser werden, gut genug, endlich irgendwas erreichen und so weiter und so fort. Und mein ganzes System funktioniert danach. Wenn ich aber plötzlich weiß, Scheiße, das stimmt ja alles gar nicht. Brauche ich, muss mein ganzes System alles umrechnen. Auf Ja, die neue Ausgangslage, auf die neue Identität. absolut. Ich meine, ich sehe das jetzt auch bei mir, oder? Ich bin jetzt schon eine ganze Weile dran und auch ich muss immer wieder das auseinandernehmen und wie, mich wieder in diese Richtung lenken, sprich immer mal wieder mir selber sagen, hey, du kannst es aber auch anders ansehen und anders denken. Aber das ist so. Das braucht einfach eine Weile und die Zeit muss man sich einfach auch geben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist ein Investment in sich selber und in wen sollten wir denn sonst investieren, wenn nicht in uns selber? Weil es Wenn ich gibt in mich keinen investiere, Aufenthalt von mir, wenn ich selber nicht mehr da bin, ja. Also, ja. investiere ich in mein Leben, in meine Erfahrungen, in mein Glück, in meine Freude, in das, in alles. Also Ja, meine Power, in meine Energie, oder? Weil ich meine, dann, wenn wir das mal ausschütten können, das Ganze, und wissen, wie es funktioniert, dann eben, dann manifestieren wir, ja, und dann können wir ganz, 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 ganz viel und großes Kino erreichen mit Mindset. Und also, was gibt es da weniger Tolles zum drin investieren? Ich glaube, da absolut. ist Und wenn keine ich Aktie irgendwie, spannender. ja, und irgendwann mal merke ich das halt, dass es gar nicht um irgendwelche Angelegenheiten im Außen geht, wo ich sagen kann, oh, mein Haus, mein Auto, sondern dass es die eine innere Angelegenheit ist, die mich wirklich erfüllt und glücklich macht. Und das ist die geilste Beziehung mit mir selber zu haben, mit meinem Leben, mich anzuerkennen, mich wirklich einfach nur rundum wohlzufühlen. Und ich glaube, wir sind alle deswegen hier, um herauszufinden, wie wir es hinkriegen. Und hier gibt es den Weg. Bei der Sarah, bei mir und noch bei einigen anderen wunderbaren Coaches aus unserer Familie.
Ja, absolut. Also ich habe die zum Beispiel auch bei mir auf dem YouTube-Kanal noch eingetragen als empfehlende Mentorinnen. Da könnt ihr auch immer drauf schauen, auf jeden Fall. Und da werden jetzt ja immer mehr dazukommen, weil ist klar, jeder Coachi, den wir bei uns im Unterricht haben, der will danach nichts anderes machen, als anderen Menschen genau das auch zu eröffnen. Und somit werden das immer mehr und das wird genial, weil das einfach dann ja eine andere Welt, ja, ein anderes Weltdenken, ein kollektives anderes Weltdenken hier auf die Beine setzen. Und das ist das, was wir ja machen möchten, weil die ganzen Kriege und das Ganze sich bekriegen, das haben wir jetzt in den letzten Jahrzehnten gesehen und das braucht es nicht mehr. So schaut's aus. Also schaut auf unseren Profilen, da findet ihr YouTube, da findet ihr ganz, ganz viele gratis Ressourcen, die dieses Wissen erklären, aber die Umsetzung und die Umsetzungsbegleitung, die sind der Game Changer, würde ich jetzt mal sagen. Ja, absolut. Und die sind auch absolut, man kann auf jeden Fall sich Videos reinziehen, nach und nach Videos reinziehen, ja. Aber das mit dem Coaching und das direkte Inputs geben vom Coach zum Coachee, das ist einfach unschlagbar und das ist jeden Franken wert, weil da kann man das Ganze halt wirklich krass beschleunigen, weil wir ja das Ganze schon gemacht haben und den ganzen Prozess schon durchgegangen sind und genauer wissen, wie die Und Denk. kein hinterhältiger Gedanke sich noch verstecken kann. Genau, der geht auch noch raus. Und wenn's eine Zwillingsgeburt ist, aber der geht auch raus. Das ist wirklich so, oder das ist wirklich so krass, weil jeder hinterhältige Gedanke, den wir noch mit uns mittragen, der kommt einfach zum Vorschein. Und wenn er sich 100 Mal zeigen muss, meistens zeigt er sich ganz wenig. Und wir sehen ihn schon, weil wir müssen ja da dann immer wieder in uns rein und das schmerzt meistens dann halt auch nochmals ein wenig, oder? Aber dann darf der dann auch wieder gehen. Und das ist halt so was, wo man jetzt in Videos oder so, wenn man sich das reinzieht oder anschaut, das kann man schon, aber da muss man echt krasse Disziplin haben. Also ich kenne jemanden, der das nur so gemacht hat. Die sitzt gerade da. aber wir, also so schnell wie ich jetzt, also oder auch Andrea, mein Co-Coach, sagt man, oder? Ja. Genau, so schnell wie wir das jetzt transformieren konnten, unser altes Denken und jetzt ein neues Business, also nicht nur ein Business, sondern eine Lebenseinstellung. Ja, ich sage es, für mich ist es eine Lebenseinstellung. Eine neue Lebenseinstellung und vor allem die voll zufrieden macht, die mich komplett erfüllt, ohne dass ich irgendwas Materialistisches im Außen haben muss, das mich erfüllt. Und um Trotzdem darfst du es auf haben. Trotzdem darfst du es haben. jeden Fall, trotzdem darf ich es haben. Ich möchte es auch gerne haben, aber ich kann natürlich ganz anders mit dem umgehen, weil es muss mich nicht erfüllen in dem Sinn, ich weiß, ich erfülle mich immer selber. Und so natürlich dann auch mit dem Partner. Und das ist ja das Schönste für einen Partner, wenn er nicht die Gießkanne ist, die ganze Zeit auffüllen muss, sondern wenn er da sein darf und genießen darf und ja, zusammen eine Liebesverbindung ohne Abhängigkeit, ohne Bedingungen, ohne dass man etwas für den anderen tun muss und dann muss man es doppelt zurückgeben, quasi. Ja, das findet ja auch einfach alles nur in unserem Kopf statt. Und das ist da hinzukommen, in einer gewissen Geschwindigkeit, lasse ich jetzt mal so sagen, Intensivität ist einfach wirklich nur mit Coaching möglich. Muss man so sagen. Also, nutzt dieses Status Quo-Gespräch mit der Sarah, bucht euch da eins und schaut mal, ja, wo ihr steht und wo ihr hin wollt und wie es gehen kann, weil
Es ist für jeden möglich. Es gibt niemanden, für den es nicht möglich ist. That's it. Sehe ich auch so. Also, es war schön, dass ihr alle zugehört habt. Teilt dieses Video, teilt dieses Interview, weil es ist so, so wichtig, dass wir mal die Welt wirklich so sehen, wie sie ist und uns nicht von irgendwelchen Coaching-Narrativen aufhalten lassen und sagen, nein, Coaching brauche ich nicht oder Mentoring oder was weiß ich nicht was, ich muss alles alleine schaffen, weil erst dann habe ich es wirklich geschafft. Das ist Blödsinn. Ich muss alles irgendwie schaffen und ich darf mir alle Hilfe nehmen und mir es wert sein, es schnell und angenehm und vor allem auch spaßig, oder? Spaßig muss es doch sein. Ja, logisch. Es muss spielerisch sein. Das ist ja, ich meine, bei den Kindern funktioniert es ja auch. Wenn wir Kinder beobachten, dann läuft es eben spielerisch. Wenn wir Tiere beobachten in der Herde oder in der Gruppe, dann läuft es immer spielerisch. Zwischendurch gibt es mal eins auf den Deckel, aber es ist auch nicht so schlimm, ja. Genau. Aber ja, das muss doch Spaß machen. Also alles andere hatten wir doch einfach wirklich, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich jeder von uns, hatten wir in der Schule, hatten wir in unserem Past, in unserer Vergangenheit. Und jetzt dürfen wir einen kompletten Neuanfang machen und das Ganze spielerisch mit Fun, Spaß, Liebe und Vertrauen. Ja, einfach mal geil. Einfach mal geil. Der Rest die zweite Hälfte des Lebens darf Einfach jetzt mal geil, oder? geil sein. Einfach Punkt. mal geil. Also, Ja, ihr genau. Lieben, bis dann. Tschüssi. Danke euch, bis dann, tschüss.